Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. In meinem heutigen Tutorial werden wir uns mit der Hintergrundeinstellung beschäftigen, und zwar mit der Hintergrundfarbe oder beziehungsweise ein Hintergrundbild einfügen. Ich möchte zuallererst aber noch einmal sagen, dass ich die CrazyTalk 6.2 Pro Version benutze in all meinen Tutorials. Hier in der Titelleiste steht allerdings nur CrazyTalk 6. Man kann das aber überprüfen, indem man hier rechts auf das Fragezeichen klickt und im Untermenü Info über CrazyTalk, und da steht dann hier auch meine Version CrazyTalk 6.2 Pro. Weil, wie ich gehört habe, in der Standardversion wohl nicht alle Menüpunkte auch gerade in der Zeitleiste Ausdrucksteuerung zur Verfügung stehen. Aber mit 100%iger Sicherheit kann ich das jetzt auch nicht sagen. So, kommen wir eigentlich zum eigentlichen Tutorial, zur Hintergrundbearbeitung. Wir haben hier zwei Menüpunkte, hier links Hintergrundmaskenbearbeitung und Hintergrundeinstellung. Ich möchte jetzt gerne eine rote Hintergrundfarbe haben und klicke deshalb erst einmal auf dieses Symbol hier, Hintergrundmaskenbearbeitung. Dann öffnet sich ein Fenster hier, Hintergrundmaskenbearbeitung, mit verschiedenen Werkzeugen, Werkzeuggröße, das kennen Sie bestimmt alles aus einem Fotoprogramm, Pinsel und Radierer, dann die Maskenfarbe, indem wir das ausmalen, Deckkraft, Schrumpfen, Dehnen, Unschärfe und so weiter. In diesem Rechteck, in diesem roten markierten Rechteck, werden wir uns das alles ausmalen, was nachher eine andere Farbe bzw. einen anderen Hintergrund bekommen soll. Diese Bereiche rechts hier und links brauchen wir nicht auszumalen, da die Hintergrundfarbe bzw. das Hintergrundbild automatisch übernommen werden. Ich fange dann mal an, ich male das jetzt mal ein bisschen grob aus. Sie können hier auch ruhig über die rote Markierung hinweg malen, das macht nichts. Ich male das mal hier ein bisschen grob aus. Man kann das später auch dann, wenn man jetzt nicht alles ausgemalt hat, nachbearbeiten. Ich werde jetzt absichtlich mal einen Bereich lassen, offen lassen. Und bestätige das Ganze hier unten mit OK. Jetzt sieht man natürlich noch gar nichts. Jetzt gehen wir in den unteren Menüpunkt hier, Hintergrundeinstellung, klicken wir einmal drauf. Da geht dann das Fenster auf Hintergrundeinstellung. Dann nehmen wir hier im Optionsfeld Farbe als Hintergrund, klicken da rein und klicken hier in dieses graue Quadrat hinein und wählen uns eine neue Farbe aus. Ich nehme jetzt mal hier so ein Dunkelrot zum, als Beispiel und klicke auf OK und bestätige nochmal mit OK. Wie Sie sehen, habe ich jetzt hier einen roten Hintergrund, dunkelrot kann man auch sagen. Und Sie sehen natürlich noch das, was alles übrig geblieben ist, was nicht so richtig ausgemalt worden ist. Das können wir natürlich jetzt nachbearbeiten. Ich klicke dann nochmal hier auf den Menüpunkt Hintergrund Maskenbearbeitung. Dann geht ein kleines Fenster auf. Die Maskendaten sind im Bild enthalten und werden geändert. Den Vorgang fortsetzen und bestätige das Ganze mit OK. Dann werde ich mir das jetzt hier mit dem Pluszeichen ein wenig größer machen für die Feinheiten und werde auch die Werkzeuggröße etwas verringern und fange dann an, erstmal diesen offenen Bereich hier noch auszumalen und hier noch die Feinheiten so ein bisschen. Ich mache das jetzt alles ein bisschen schneller. Sie können das natürlich alles genauer machen dann später. Und hier noch, hier haben wir auch noch ein bisschen was. So. Und gehe nochmal nach unten, da ist auch alles okay. Und hier haben wir auch noch eine Ecke. Und bestätige das Ganze mit okay. Hier ist zwar noch ein wenig übrig, ja, ich kann da nochmals drauf gehen. Und gehe hier nochmal ein bisschen rüber. So. Und hier auch nochmal. Und gehe nochmal auf okay. So, jetzt ist das schon viel besser. Und wie Sie sehen, haben wir jetzt einen schönen roten Hintergrund. Falls Sie jetzt keine Farbe wählen als Hintergrund, sondern gerne ein eigenes vorgefertigtes Hintergrundbild einfügen möchten, dann gehen wir einfach nochmal hier in diesen Menüpunkt Hintergrundeinstellung
gehen hier im Optionspunkt importieren, dann geht gleich der Dateireiter auf und ich wähle mir hier mein Testhintergrundbild, das ich vorher angefertigt habe und gehe auf Öffnen. Und dann bestätige ich nochmal unten mit OK. Und wie Sie sehen, habe ich jetzt auch mein eigenes Hintergrundbild eingefügt. Also es gibt nochmal zwei Varianten, Hintergrundbild oder Hintergrundfarbe. So, das war's erst einmal. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Tutorial, Prosub Media.